Hallo zusammen, ich hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt's heute wieder eine weitere Folge von meinem kleinen Collection Update. Wir waren wieder ein wenig fleißig, haben das ein oder andere gesammelt. Und ja, wo waren wir letzte Woche gestanden? Bei 142 fehlenden Items, 99,75% war das. Und jetzt stehen wir bei 124 Items, die noch fehlen, was 99,78% entspricht. Ich habe jetzt hier nur die fehlenden Items angezeigt, sonst wird es ein bisschen unübersichtlich mit x-tausenden Sachen. Wir haben hier alles eingehakt, bis auf die Quest. Auf das werden wir danach gleich nochmal separat eingehen. Das ist natürlich nur das Zeug vom Druid. Gut, wo haben wir was gut gemacht? Was mich nämlich sehr, sehr freut. Ihr seht, es ist jetzt hier nur noch Classic und Battle for Azeroth unter Dungeon-Schlachtzügen drin. In Classic sind weiterhin die zwei Items, die beim Trash droppen, hier in Classic Dungeons, die beide kaufbar sind. Die werde ich mir wahrscheinlich auch beide kaufen und nicht farmen. Da warte ich aber noch, ob es da quasi ja mal ein gutes Angebot gibt. Dann, was ist hier rausgeflogen? Es ist rausgeflogen Legion. Da hatten wir noch ein paar Sachen gefehlt und insgesamt waren das, glaube ich, fünf Items, die angezeigt wurden. Sind eigentlich nur zwei. Eins wurde halt viermal angezeigt, weil es der Might-Kolben ist, also sprich der Kolben, den man von der Might gedroppt bekommt, was damals ja eigentlich eh schon nur ein Transmog-Item ist, weil ihr wisst ja, in Legion gibt es eine legendäre oder nicht eine legendäre Artefaktwaffe so rum und dementsprechend war das nur so ein Zusatzloot. Relativ beschissene Drop-Chance. Ich weiß nicht, wie viel Tries ich jetzt genau habe. Ich meine, irgendwas zwischen 200 und 300 Tries habe ich gebraucht auf die Might. Ich habe die am Schluss mit allen Chars, die ich hatte, die auch den Kolben kriegen konnten, im LFR gefarmt. Und ich bin echt froh, dass ich da nicht mehr rein muss. Das kann ich ja sagen. Also das war ein Riesengrind. Das war eigentlich die letzte Woche, habe ich fast nichts anderes gemacht, also die Might zu grinden. Und das zweite Item war dann noch vom Trash in Emerald Nightmare. Das Mythic-Item, wo ich alle halbe Stunde den Trash killen konnte, dann wieder eine halbe Stunde warten musste, bis der Trash resettet ist, wieder den Trash gekillt habe. Zwischendrin habe ich immer Might-Runs gemacht. Also das sind tatsächlich Items, die sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Das sind dann immer nicht viel Progress, aber das sind halt langwierige Geschichten. Da bin ich froh, das haben wir jetzt abgehakt. Und jetzt sind quasi nur noch in Battle for Azeroth ein paar Sachen drin. Da habe ich einiges gemacht. Ich war unter anderem ein paar Runs im hier ewigen Palast und habe die Bosse hier gekillt für die beiden Sachen, aber da, also mit mehreren Chars, ich glaube mit sechs Chars insgesamt, haben wir leider die Items nicht gekriegt. Und auch in Nyalotha war ich sowohl im HC als auch im NHC drin, aber da ist, ich glaube, ein, zwei Items habe ich maximal bekommen, wenn überhaupt. Also leider einfach kein Glück gehabt. Das sind viele Waffen, die mir hier noch fehlen. Aber wir konnten an anderer Stelle noch ein bisschen was gut machen. Und zwar einmal bei den Festtagen. Bei den Festtagen war ja letztens, jetzt muss ich nochmal kurz nachschauen, genau der Tag der Toten schimpft sich das. Da haben mir noch zwei, drei Items gefehlt. Die habe ich mir geholt. Zum Glück, jetzt ist der nämlich auch aus der Liste raus. Und wir haben dann auch bei PvP ein bisschen was geholt. Und zwar fehlt mir bei PvP oder haben mir noch vier Items aus so Kisten gefehlt. Diese Kisten bekommt man, wenn man im bestimmten Level, in einer bestimmten Level-Range mit einem Twinken BG macht. Dieses BG gewinnt, kriegt man eine Kiste und dann können da ein Pool aus Items drin sein. Heißt, das ist schon mal beschissen. Erstmal braucht ihr einen Loadshare. Dann braucht ihr einen Loadshare in einem bestimmten Level-Bracket, der eine bestimmte Rüstungsklasse hat. Dann müsst ihr in das BG reinkommen, was im Low-Level gar nicht mal so einfach ist, weil da nicht so viele BGs ausgehen. Das müsst ihr gewinnen und dann habt ihr eine Kiste, wo ihr wiederum eine Chance habt, ein Item rauszukriegen aus einem Pool von mehreren Items. Und ich habe oft auch eine Halskette rausgekriegt oder Ringe oder so, so ein Mist, was halt ein bisschen blöd ist, wenn man Transmog-Item haben will. Aber ich habe zwei Items rausbekommen und das Problem ist jetzt aber, die anderen beiden, die mir hier noch fehlen. Ich weiß nicht, ob es diese Kisten noch gibt, denn die Level Brackets sind weggebrochen. Zum Beispiel diese Kiste gab es im Level Bracket 60 bis 69 und die hier 100 bis 109. Ich weiß gar nicht, ob man die Kisten noch irgendwo kriegen kann, denn Maximallevel ist gerade Stufe 50 und wenn dann das Add-on live geht, halt Stufe 60 und ich habe jetzt nirgends gesehen, dass es diese Kisten noch gibt. Da muss ich mal nachhaken, aber vielleicht nimmt das Team von All the Things die auch bald raus, weil man diese Sachen nicht mehr halten kann. Muss ich mal abwarten, was da passiert. Zwei Sachen habe ich gekriegt. Die lowste Kiste, die ist immer nämlich noch drin im aktuellen Stand. Die kann man über die BGs noch bekommen und da waren dann auch diese Items drin. Genau, habe auch nebenbei ein paar Level gemacht mit meinen Low Twinks, die ich darüber so ein bisschen durch die BGs geboxt habe. Genau, und was haben wir noch gekriegt? Ah, wir haben das Geburtstag. Event ja aktuell und zwar hat Blizzard das ein bisschen verschoben. Das hat er jetzt hier vor ein paar Tagen angefangen. Eine Woche läuft jetzt etwa schon und
Da ist es so, dass wir verschiedene Quellen von Transmog haben. Unter anderem gab es einen neuen Umhang. Den wird sich wahrscheinlich der ein oder andere schon gekauft haben in der Höhlen der Zeit. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, Höhlen der Zeit, kauft euch den Transmog-Umhang. Den kann man nur wegen dem Event, während des Events kriegen. Da mal vorbeigucken. Und was es natürlich auch Schickes gibt, sind die Drachen bzw. Kazak Azurigos oder wie der heißt in Ashara, die kann man umboxen. Da gibt es sehr, sehr viel Transmog-Loot, den man quasi nur bei diesen Drachen und bei ja, dem Lord Kazak bekommen kann. Dort habe ich einiges gefarmt. Ihr seht, für Leder, Loot von meinem Druid sind es jetzt nur noch zwei Teile, die ich brauche. Und ich farme tatsächlich dieses Mal nicht nur das Lederzeug für den Druid, sondern ich farme für alle Klassen auch sogar das Zweit-Transmog-Zeug. Warum mache ich das? Irgendwann habe ich mal vor, mal alles Transmog zu farmen, also für alle Klassen, beziehungsweise auch die zwei Transmog-Sachen zu holen. Jetzt aber bei den Events und auch schon beim letzten größeren Event, hier die Schlotternächte, habe ich geguckt, dass ich auch die anderen Transmog-Sachen hole, weil diese Event-Sachen natürlich immer sehr begrenzt sind. Das kann man nur immer einmal im Jahr machen. Und wenn ich das jetzt nicht hole und irgendwann, vielleicht in einem halben Jahr oder so, oder in ein paar Monaten auf die Idee komme, okay, ich will jetzt alles Transmog farmen, dann müsste ich wieder immer ein Jahr oder ein Dreivierteljahr warten, je nachdem, wie weit das Event weg ist. Deswegen versuche ich, wenn ein Event ist, da alle Sachen zu holen. Und das habe ich jetzt auch probiert bei dem Geburtstagsevent. Da ist einiges zu tun. Ich habe es auch bei den Schlotternächten schon gemacht. Ich habe mir ein Schwert geholt und einen Plattenkopf, den man da auch kriegt. Und wir können jetzt auch mal reingucken. Wir stellen nämlich jetzt hier mal zwei Sachen um. Und zwar, wir machen jetzt mal den Komplettist-Modus an. Da seht ihr, da wird es schon wesentlich mehr mit den Items. Wenn ich weiß, was der Komplettist-Modus ist, das ist quasi ein Modus, wo man dann nochmal zusätzlich Items sieht, die man, wo man das Transmog schon hat, aber von einem anderen Gear-Teil quasi. Das sieht quasi genauso aus, aber von einem anderen Gear-Teil. Ist ein bisschen kompliziert zu erklären, ist nur interessant für Leute, die wirklich hardcore die IDs sammeln wollen, um möglichst viele Transmog-Sachen zu haben, um zum Beispiel im Data for Azeroth im Ranking oben zu stehen. Genau. Gut, da sind es nämlich schon ein paar mehr. Und was wir jetzt aber auch noch machen können, ist der Account-Modus. Und zwar werden da dann auch noch die Sachen angezeigt. Moment, wir können das einmal auch rausklicken. Das ist ja hier ganz dankbar, dass All the Things da so eine Liste hat. Und dann gibt es quasi hier jetzt auch noch das von den anderen Klassen. Ihr seht, was ich jetzt noch brauche. Ich brauche jetzt noch insgesamt eine Hose von Verdammnis Lord Kazak. Und zwar eine Stoffhose. Dann habe ich alles, was der droppen kann. Und der kann viele Items droppen. Also das ist ähnlich wie bei den anderen Bossen. Die können sehr, sehr viele Items droppen. Die Stoffhose würde ich noch brauchen. Und dann bei Azurigos brauche ich noch einen Zauberstab, ein Schwert. Das kann ich jetzt zum Beispiel nur mit dem Wolli kriegen. Das ist jetzt mit Magier, Hexenmeister, Priester, im Stoffschuhe. Und dann zieht sich das halt so ein bisschen durch. Und bei diesen Albtraumdrachen, die switchen täglich. Also an einem Tag ist quasi der in Duskwood da, an einem anderen Tag ist der im Pharallas da, dann der in Ashenvale und dann der im hier. Also das ist so eine kleine Rota. Man kann immer nur einen killen. Bei denen ist es aber so, dass sie sich teilweise Loot scheren. Und zwar immer die Waffen, das Schwert, was ich jetzt noch brauche, die Armbrust und der Zauberstab, seht ihr, die scheren hier die Mobs immer. Und da habe ich schon mal einiges in Loot weg, wenn ich eins von denen bekomme. Blöderweise droppen die Drachen den Loot sehr schlecht. Teilweise gehe ich da mit 10 Chars hin und kriege mit 10 Chars keinen Loot. Und es dauert, wenn du nicht gerade ein Druid bist, der sich Gott sei Dank hinporten kann, zieht sich teilweise immer ein bisschen, sich dahin zu fliegen. Und die Bosse sind jetzt nicht ultimativ schwierig, aber man braucht schon ein paar Leute, um sie zu töten und muss dann auch immer ein bisschen warten, bis man dann dementsprechend genug Leute zusammen hat, die meinen Stream gucken. Die wissen, dass ich war jetzt die seit quasi Sonntag da eigentlich hardcore am Farmen. Am Wochenende hatte ich noch die Sachen in Legion fertig bekommen und dann hat sich es eigentlich perfekt angeboten, den einen Hardcore-Farm in den Legion-Raids abgeschlossen und jetzt in den nächsten Hardcore-Farm mit den Drachen, also direkt gleich eins durch das andere ausgetauscht und ja, so langsam kommen wir voran. Wir können jetzt auch mal hier kurz anklicken, was ich mir mittlerweile schon gefarmt habe. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich keinen Scheiß mache. Ich glaube, Show Collected Things muss ich klicken. Und dann glaube ich noch Completed Groups. Glaube ich auch noch klicken. Ja, wenn du hier bei All the Things ein bisschen was um. Und ihr seht schon, diese Drachen, die droppen einige Sachen. Viele habe ich jetzt hier schon abgehakt, wie ihr seht. Einiges brauche ich noch. Und ja, vor allem Verdammnis Lord Kazak sieht halt sehr gut aus, die Hosen noch. Und dann muss ich zu dem nicht mehr hin. Ich versuche bis zum Ende von dem Event, was in 2 Wochen ist, alles mitzunehmen. Und ja, am besten wäre es jetzt natürlich die nächsten Tage noch, bevor
am Mittwoch dann das Pre-Event startet, weil mit Start des Pre-Events können wir ja die verschiedenen Sachen bekommen. Jetzt machen wir hier bloß die Häkchen wieder raus. Ja, die man nur im Pre-Event farmen kann. Und das ist dann halt auch nur eine beschränkte Zeit von 2 oder 3 Wochen sind es dann, glaube ich, nur, wo wir die Sachen bekommen können. Und da möchte ich natürlich diese Sachen farmen, um zu gewährleisten, dass ich da halt dann alles mein eigen nennen kann, die ganzen Transmog-Vorlagen. Und da gibt es auch ein Pet und andere Geschichten. Also da ist schon ein bisschen was zu tun. Und da können wir jetzt auch mal kurz reinschauen. Hier Pre-Event, da seht ihr, gibt es ein paar Vorlagen. Gibt ein Pet und auch hier ist es so, warte, wir können jetzt auch mal den Komplettist-Modus anschalten, gibt es Rares, die Transmog droppen, das man aus den Raids schon kennt, aus ICC oder Nax und so weiter. Aber wenn man halt die IDs sammelt, dann kann man das auch noch mitnehmen und ich habe eigentlich vor, das hier noch zu farmen. Gut, das müssen wir aber abwarten, wie gut oder schlecht die Mobs das droppen, das weiß ich jetzt an der Stelle noch nicht. Okay, dann haben wir uns jetzt eigentlich die Sachen angeguckt, die ich jetzt die letzte Woche so vom Transmog gemacht habe. Jetzt gucken wir uns noch die Quests an, da war ich ja auch schon relativ weit und gut dabei. Ich war das letzte Mal bei noch fehlenden Quests bei 45. Und das waren 99,57%. Jetzt klicken wir hier mal die Quests ein. Und ihr seht, hier hat sich ja ein bisschen was geändert. Wir haben uns ja das letzte Mal drauf, ja, ich hätte es fast gesagt, geeinigt. Ich habe es eher festgelegt, dass ich jetzt nur noch die Account-Quests anschaue, nicht mehr die Char-Quests. So ein bisschen Vereinfachung. Jetzt sind 9 Quests runter. Jetzt sind wir bei noch 36 fehlenden Quests, was 99,66% entspricht. Und ja, ihr seht, Außenbereich ist raus. Ich habe sowohl Inselhüpfen gemacht, da nochmal Grüße an den Noobzocker raus. Vielen Dank an der Stelle. Der hat mir da mit dem Twink ein bisschen geholfen, Gruppe eingeladen, Party Sync, haben wir noch ein bisschen was gebastelt. Und wer von euch auch Inselhüpfen machen will, hier ein kleiner Hinweis. Ich habe mit ihm gepartysinkt. Er hat 2 Gebiete, muss man nämlich durchquesten. Also, und dann am Ende das Dungeon, die Dungeon-Dinger machen in Legion. Dann ist es so, dass ihr 2 Pillar habt und sobald ihr den 2. Pillar in Dalaran aufstellt, bekommt ihr quasi die Inselhüpfen-Quest automatisch aufgeploppt und könnt die in eurer Garnison abgeben, an der, ja, an diesem Board, wo ihr auch die Missionen abgebt. Und dort ist unten normalerweise ein Tab, wo ihr dann das nächste Gebiet auswählen müsst. Das Problem ist, bei einem Char, der anscheinend da schon irgendwie alles mal gemacht hat, buggt es dann und ihr könnt nichts mehr auswählen und man kann die Quest nicht abgeben, was richtig kacke ist. Ja, beziehungsweise man kann halt sich kein neues Gebiet aussuchen und dementsprechend erfüllt man dann das Kriterium für die Quest nicht, dass man sie abschließen kann. Und dann habe ich rausgefunden über den Twink, der da noch gar nichts gemacht hat, wie man diese Karte ansteuert mit Slash F-Stack. Kann man alle möglichen Buttons auslesen, wo man was draufklicken muss. Damit habe ich es ausgelesen und konnte, obwohl ich die Vorlage nicht hatte, über den Konsolenbefehl diese Karte aufrufen. Also vogelwild, ja. F-Stack, da bin ich jetzt ganz glücklich, dass ich mich halt mittlerweile in WoW so gut auskenne, dass ich sowas weiß, dass man, obwohl die Option nicht angezeigt wird, dass man sie auslesen kann, ja. Und dann habe ich es ausgelesen, konnte auf diesen Tab zugreifen, obwohl er eigentlich nicht da ist, und die Quest abschließen. Riesenrotz, ich sag's euch. Hat geklappt, ja, Quest abgeschlossen. Und ja, hat mich aber ein bisschen Gehirnschmalz gekostet, weil ich einiges probieren oder ausprobieren musste, um dahin zu gelangen. Genau. Und die anderen Sachen waren ja die Geschichte mit den Sehern. Ich habe jetzt nochmal umgebastelt. Hier unten seht ihr ehrfürchtig Seher. Da habe ich ja auch einiges Gold dann investiert am Ende noch, um wieder rüber zu basteln. Habe die Quest rein mit dem Main gemacht. Die ist auch raus. Und was wir jetzt noch offen haben, sind Festtage. Ja, 18 Stück. Die kann ich im Moment nicht machen. Winterhauchfest, Mondfest, Ruf des Skarabäus. Das kann man im Moment noch nicht machen. Erst wenn die Events sind, dann Ereignisse ist nur Shadowlands, das ist das Pre-Event, was jetzt halt am Mittwoch kommt, einmal durchquesten und ein Boss, der Nathanos, ich hoffe, ich habe jetzt keinen gespoilert, also die Sachen kann ich im Moment nicht machen, weil sie an Events gebunden sind und das Einzige, was ich eigentlich aktuell noch an Quests habe, sind 2 Stück und zwar, das ist in Nyalotha NHC und im Mythic die Questreihe, dass du dementsprechend direkt zum Endboss durch kannst. Hier bin ich dran, da habe ich jetzt 2 von 4. Diese Woche jetzt am Samstag werde ich wahrscheinlich nochmal reingehen, da machen wir 3 von 4 und die Woche drauf dann die Quest fertig und das Mythic-Ding, das werde ich wahrscheinlich dann im nächsten Addon irgendwann machen, wenn ich da dann auch Transmog farme. Genau, dann sind wir eigentlich jetzt soweit durch und ja, dann schauen wir mal, was ich im Laufe der nächsten Woche noch kriege. Die ist jetzt ein bisschen kürzer, weil ich heute das Video um einen Tag delayen musste, wegen dem Murloc Pet, was ich
gestern ein Video aufgenommen hatte, beziehungsweise live kam. So als kleine News habe ich das ein bisschen eingeschoben. Wer das noch nicht hat, kann sich gerne das Video anschauen. Da ist ein neues Pad, was man sich jetzt im Prepad holen kann. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann sehen wir uns in der Woche wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.